Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die neue Essence Limited Edition, die meiner Meinung nach irgendwie so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Ich habe hier, ich glaube, alle Produkte der neuen Make Beauty Fun 20. Geburtstag Edition, Limited Edition Produkte vor mir hier liegen und wir werden schauen, was die Sachen können. Ich verlinke euch alle Produkte einmal unten in der Infobox. Ich meine, dass das alles nur Limited Edition für online ist. Ich weiß es aber nicht. Wobei, nee, ich glaube, die kommen sogar in die Drogerie. Es gibt sie aber schon online. Ich habe sie mir tatsächlich auch bei Rossmann online gekauft. Ich verlinke sie euch einmal unten in den Produkten. Wir haben Pinselsets. Wir haben eine wunderschöne, bunte Lidschattenpalette mit richtig, richtig coolen Farben. Wir haben Puder, wir haben Mascara, wir haben alles. Aber bevor es losgeht, freue ich mich, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit Asam entsteht. Und ich habe mir einfach die krassesten neuen Produktneuheiten rausgesucht, die ich euch ganz gerne vorstellen möchte. Mit dem Code, den ich euch hier einblende, kriegt ihr 15% Rabatt auf alles. Und das ist natürlich super, super cool, wenn man vielleicht entweder für sich oder, es ist jetzt auch Vatertag, meine Favoriten, packe ich euch unten in die Infobox, so ein paar Produkte vielleicht nochmal für einen Schnapperpreis mitnehmen kann. Es gibt aber neue Produkte, die ich auch jetzt gleich benutzen möchte. Unter anderem einen meiner absoluten Favoriten aus dem neuen Magic Finish Sortiment. Diesen Multicolor Blush in der Farbe Love Sprinkles. Ihr seht das, der ist perfekt marmoriert und hat so ein bisschen Pink, ein bisschen Lila, ein bisschen Taupe mit drin und ein bisschen was Helles. Und das wird einfach ein wunderschöner Ton. Ich gehe einfach mit dem Blush Brush hier rein, mische mir das Ganze an und gehe hier mit direkt rüber. Ihr seht sofort, wie pigmentiert der ist. Ihr braucht also wirklich nicht viel und er gibt eurem Gesicht einfach so einen richtig süßen Touch. Großer Favorit. Ich glaube, das ist einer meiner neuesten Lieblingsblushes, weil der halt jetzt perfekt für den Sommer ist und immer so einen leichten Touch an Farbe gibt. Und es gibt aber auch noch Produkte für die Lippen und die sind wirklich cool. Wir haben einmal hier die Color and Care Lip Swirls. Die sind so ein bisschen wie diese Laneige Lip Masks von der Konsistenz her, aber die haben ein bisschen Farbe mit drin. Schaut mal. So ein ganz, ganz zarter Touch an Rot gibt es tatsächlich auch noch in Pink und die sind nachts unglaublich gut. Und am nächsten Morgen sind die Lippen, wenn ihr vielleicht am Tag davor Liquid Lipsticks getragen habt und zu trockenen Lippen neigt, probiert die mal aus. Die haben eine schöne Farbe, die ziehen keine Fäden und die sehen sehr, sehr, sehr natürlich aus. Kleiner Pro-Tipp, wenn ihr keine Foundation tragt, könnt ihr die als so Gel-Blushes benutzen. Sieht wahnsinnig schön aus. Es gibt aber auch diese Schätzchen hier. Und ich glaube, dieses Pink, das benutzen wir später mal noch. Das ist der Starshine Lip Oil in der Farbe Raspberry Cupcake. Der hat keine Farbe wirklich auf den Lippen, sorgt aber, schmeckt einfach wie so ein Himbeereis. Richtig, richtig lecker und pflegt die Lippen tatsächlich auch gut. Auch den gibt es in Rot gerade ganz neu. Die Asam-Produkte, ihr wisst es, sie kombinieren Pflege und Schönheit und Make-up so ein bisschen miteinander. Sehen super, super gut aus und mit dem Code kriegt ihr 15% auf alles. Ich habe euch jetzt hier einfach nur mal die Neuheiten gezeigt, die gerade ganz, ganz neu exklusiv bei Asam sind. Ich meine auch, dass das eine Limited Edition ist, also schaut da gerne mal vorbei. Oder vielleicht für euch das ein oder andere Produkt. Meine Favoriten von Asam verlinke ich euch unten einmal in der Infobox. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich habe meine Foundation tatsächlich schon ein paar Stunden drauf. Deswegen werden wir nochmal so ein kleines Fresh-Up machen. Es gab nämlich so eine kleine Tasche mit verschiedenen Produkten drin. Wir haben dort die beliebtesten Produkte drin in der letzten 20 Jahre. Essence ist einfach schon 20 Jahre alt geworden und hat zur Feier des Tages eine komplette Limited Edition rausgebracht. Hier ist das All About Matte Puder drin. Das ist jetzt das klassische All About Matte Puder. Das ist aber für unterwegs tatsächlich gut. Das ist jetzt ein Transparent. Ich gehe nur ganz leicht rein und kann mir einfach, schaut mal auf meiner Stirn, so ein bisschen den Glow wegnehmen. Das riecht auch nicht. Das ist einfach, um so ein bisschen den Shine wegzunehmen für zwischendrin. Finde ich süß. Preise habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber einzeln kostet das, glaube ich, auch schon so 2,50 oder so. Wir haben eine Mascara, die werden wir gleich benutzen. Und in der Favoritenbox war auch ein Lipgloss. Das ist der Shine Extreme Shine Volume Lipgloss in Transparent. Auch hier im Limited Edition Design.
Ich habe natürlich jetzt schon was erstmal auf den Lippen. Wir kommen zu den wirklich spannenden Produkten. Es gab auch einen Beauty-Schwamm, der sieht richtig, richtig cool aus. In so einem Farbverlauf. Also das gesamte Thema ist so ein bisschen freundlicher, ein bisschen bunter und hat auch diesen Farbverlauf überall mit drin. Hier von rosa zu hellem Beige mit so einem kleinen Eierhalter. Ist ganz süß. Ich habe meine Base natürlich schon drauf. Er fühlt sich aber von der Konsistenz her wirklich sehr, sehr gut an. Jetzt, Freunde, darauf habe ich mich am meisten gefreut. Und das war tatsächlich auch das Produkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich testen. Und dann muss ich die ganze Kollektion natürlich auch gleich kaufen. Und zwar ist es dieses Schätzchen hier. Das ist der Happiness Shines From Within Smooth Highlighter mit Gradient Effect to Mix and Match a Perfect Shade. Wir haben einen roten Ton und so ein bisschen ins Goldene. Und ich gehe jetzt tatsächlich auch einfach mal in alle mit rein. Mische mir das Ganze so ein bisschen und toppe mir damit über den Blatt ein bisschen mehr Rot. What is this? Ihr könnt unten so ein bisschen in das Güldenere gehen und oben dann in diesen roten Ton. Recht zart, also gar nicht so leuchtend, wie ich gedacht habe. Der gibt so ein bisschen so eine Frische. Tatsächlich, also wie sie hinten drauf schreiben, Smooth Highlighter from Within. Also von unten so ein bisschen kommt der Schein ganz leicht durch. Passt jetzt natürlich auch perfekt zu dem Multicolor Blush irgendwie. Sieht aber sehr, 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 sehr schön aus. Und ich finde, das sieht natürlich auch irgendwie cool aus. Ne? Also der gefällt mir ganz gut. Kann ich mir auch ohne Foundation sehr, sehr gut vorstellen. So ein bisschen als Blush-Topper oder so. Und für den Preis kannst du halt nicht sagen. Ich finde, das muss man Essence eh lassen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mittlerweile einfach. Also die Leistung steht in keinem Verhältnis mehr zum Preis. Die Sachen sind mittlerweile so gut geworden, dass ich mich immer noch frage, how? Wie schafft ihr es, die Produkte so günstig, aber trotzdem so gut hinzukriegen? Das muss man dem Team von Essence lassen. Das machen sie wirklich gut. Ich glaube, ihr wollt aber alle die Lidschattenpalette sehen, oder? Und das ist dieses Schätzchen hier. Die Make Beauty Fun Eyeshadow Palette mit 18 Farben sind hier drin. Hochpigmentierte Farben, die sich perfekt eignen, um atemberaubende Looks zu kreieren. Ob natürlich oder bunt, entdecke die Mischung aus matten und schimmernden Nuancen und lass deiner Kreativität freien Lauf. So sieht das Schätzchen einmal aus und wir haben wirklich krass leuchtende Farben. Ich weiß nicht, ob Essence so eine Palette überhaupt schon mal hatte. Ich finde, Essence ist ja wirklich eher so ein bisschen mehr casual geworden. Zwar gibt es immer noch mal so ein Pop of Color, so ein bisschen Farbe mit drin, aber wirklich bright gelbe Töne und grüne Töne und pinke Töne, aber trotzdem hier unten auch so ein paar tragbare Töne, finde ich tatsächlich ganz spannend. Ich habe ein Pinselset dazu gekauft und das ist das Make Beauty Fun Set. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pinsel drin und so sehen die einmal aus. Auch die haben diesen Gradient-Effekt. Wir haben so einen kleinen Fluffy Brush, vielleicht um Highlighter aufzutragen. Und dann tatsächlich, das finde ich echt ganz cool, das sind alles sehr, sehr kleine Pinsel, also mit denen man sehr detailgetreu wahrscheinlich arbeiten kann. So ein kleiner Packing Brush, ein kleiner Blender Brush, ein Spoolie, um so ein bisschen durch die Augenbrauen durchzugehen und sogar ein Eyebrow oder Eyeliner Brush. Wir werden jetzt verschminken und dafür hole ich euch ein Stückchen näher ran. Jetzt schaut euch bitte einmal meine Lippen an. Das ist kein Gloss-Effekt, das ist wirklich wie so ein geschmolzener Labello, der ganz, ganz frisch auf der Haut aussieht. Liebe ich. Und auch in Kombination mit dem Blush und dem Highlighter. Love it. Ich überlege, was für Schminken. Die ist natürlich doch wirklich sehr, 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 sehr bunt. Ne? Gelb wäre ganz spannend. Wisst ihr was? Wir probieren jetzt einfach mal aus, ob die Farben gut sind, ob der Look am Ende gut ist, ist ein ganz anderes Thema. Wurscht. Ich starte mit dem Letizia und Maxim Brush, dem Blender Brush, und gehe hier in diesen gelben Ton rein. Bei Gelb ist oft das Problem, dass die Farben recht soft sind. Diese nicht. Sie hat ein bisschen Kickback, das ist bei Gelb aber völlig normal. Ich habe natürlich eine gesettete Base jetzt. Wenn ihr eine Lidschattenbase nehmt, dann wäre das Gelb wahrscheinlich noch wesentlich krasser. Aber das ist für ein Gelb ist das schon krass. Ich habe vorhin, als ich die Farbe gesehen habe, musste ich so ein bisschen an die, oh Gott, Wanna Be My Honey Palette denken. Da war ja auch so ein Gelb, glaube ich, mit drin. Das war jetzt nicht so krass pigmentiert, meine ich, wie das hier. Ich finde, solche Paletten eignen sich im Alltag immer ganz gut, um, also wenn du so einen casual braunen Maxim Giacomo Look im Alltag kriegst, ne, aber trotzdem mal so ein bisschen Farbe mit reinbringen kannst, hast du hiermit wirklich echt coole Ideen. Du kannst dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 verschiedene Inner Corner Highlight Farben setzen und die dann immer so ein bisschen auf
an dein Outfit anpassen, was eigentlich vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Liebe das Gelb. Für ein Gelb, iconic. Geh auch gleich mit demselben Pinsel hier in dieses, ja, das ist ja fast so ein Koralleton und misch mir das so ein bisschen hier hin und geh dann in das Pink daneben. Und dadurch wird das Ganze wie so ein zarter Orangeton. Ich probiere jetzt wirklich nur so einen leichten Touch an Pink erstmal hinzukriegen, weil natürlich jetzt die Gefahr ist, dass das Pink super krass pigmentiert ist und das Gelb auf meiner Hautfarbe nicht ganz so krass rauskommt. Aber ich liebe diesen Farbverlauf von Gelb zu Pink. Gehe dann mit dem kleinen Pinsel aus dem Pinselset hier rein und presse das Pigment hier direkt einmal rauf, um wirklich so einen pinken Fokus zu setzen. Könnte man jetzt natürlich auch einmal nass machen, den Pinsel, aber das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Sieht wahrscheinlich gleich aus wie ein schwuler Kanarienvogel. Aber I love it. Ich bin ehrlich, das ist jetzt nicht das krasseste Pigment, aber sie harmonieren, ne? Also das ist jetzt nicht so ein der Fall von, ist jetzt ein bisschen soft und ich weiß nicht, wie ich das Pigment aufbauen kann. Sie passt aber perfekt in diesen gelb-orangenen Verlauf dann mit rein. Und dann könnt ihr das Ganze ja natürlich immer noch aufbauen oder ihr nehmt wirklich eine Lidschattenbase, die einfach nass ist, in weiß und sorgt dann dafür, dass ihr so einen, ja, Pop-of-Color habt. Ich nehme jetzt diesen kleinen Pinsel und gehe jetzt hier ins Lila. Das ist eher so ein zarter Fliederton, aber der kommt in der Kamera gar nicht so krass rüber, wie er bei mir jetzt aussieht. Es staubt, wie gesagt, ein bisschen, aber das finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm. Dann mische ich mir das noch ein bisschen Pink mit rein. Kann dann mit diesem Brush hier, dafür ist das eigentlich immer ganz gut, hier die Kante so ein bisschen ausblenden nach oben. Gehe dann nochmal in den Lila-Ton. Kann das dann hier hinten wirklich richtig rausblenden. Eigentlich ganz süß. Ich baue mir das Lila hinten auch hier wieder mit dem Finger auf. Mit dem Finger funktioniert es tatsächlich auf einer gesetteten Base wesentlich besser und dann poppt die Farbe tatsächlich auch so ein bisschen mehr. Gehe ich mit dem flachen Pinsel, steht jetzt keine Nummer drauf, hier in das Gelb. Das kommt hier vorne hin. Oh, das ist krass. Dann gehe ich hier in das Pink und dann hier hinten in das Lila. Also die Schimmer sind extrem krass pigmentiert. Die sind auch super, super cremig mit diesen kleinen. Die Pinsel sind halt sehr, sehr klein, ne? Ich probiere jetzt wirklich nur die Pinsel zu benutzen. Finde ich tatsächlich jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sehr viele Farben gerne trägt. Ich glaube, dass die Texturen besser rauskommen auf einer nicht gesetteten Base, weil so sind die so ein bisschen pastellig. Wobei, man kann sie echt gut aufbauen. Ich glaube, die Palette würde ich mir kaufen. Gut, ich habe sie jetzt schon. Wenn ich wirklich so krasse Inner Corner Highlights möchte, mit einem Fokus, dann mache ich mir den Pinsel nass mit einem Spray, nehme aus diesem kleinen Pinselset diesen kleinen Pencil Brush und dann setze ich mir wirklich nur so ein gelbes Inner Corner oder nur so ein blaues Inner Corner, weil dafür sehen die echt ziemlich, ziemlich gut aus. Ich gehe jetzt hier nochmal in diesen Ton. Der ist so ein bisschen alltagstauglicher und damit unter die Augenbraue. Hat schon irgendwie was. Aber wisst ihr was? Ich habe euch doch neulich so ein Hack gezeigt. Mit so einem kleinen Pinsel aus dem Malerbedarf gehe ich jetzt einfach in ein Micellenwasser, mache den Pinsel gut nass. Und welcher Liner passt jetzt dazu? Ich glaube, wir gehen wirklich in diesen lila Ton. Und damit ziehe ich mir jetzt einen Liner. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Mit meiner Palette hat das damals so ein bisschen besser geklappt. Vielleicht liegt es an der Farbe oder an dem Lidschatten drunter. Funktioniert, man sieht es jetzt noch nicht so krass, weil ich natürlich schon so viele Farben auf dem Auge habe. Pink funktioniert tatsächlich ein bisschen besser als das Lila. Aber damit könnt ihr natürlich dann wirklich so einen Gradient-Effekt machen. Okay, also, ich muss sagen, ich glaube, ihr braucht eine feuchte Base für die matten Töne. Sie funktionieren, sind dann natürlich aber ein bisschen, ich sag jetzt mal, softer. Hater würden sagen, nicht pigmentiert. Ich finde, für so ein Pop of Color reicht das. Ich habe mir einmal die Lashes gecurlt und wir benutzen die I Love Extreme Mascara Volume. Die ist in Schwarz und ist wirklich eine der besten Mascaren aus der Drogerie. Und ich mag die Farbe total gerne. Ich weiß nicht, gibt es die noch in Braun Essence? Falls nicht, warum nicht? Wir brauchen sie wieder. Wir haben auch noch was für die Lippen und das sind die Swipe for Happiness. Und
Happy Smile, Happy Life, Make Beauty Fun Plumping Lipglosser in zwei verschiedenen Farben. Unten ist der eine so ein bisschen gelblicher und der andere ist so ein bisschen, ja, Aprikotfarben. Ist ein Plumping Lipgloss mit so ein bisschen Glitzereffekt. Okay, ich bin ehrlich, mir gefällt der Look jetzt nicht. Ich habe wahrscheinlich zu viele Farben auf einmal benutzt. Oder, wait a second. Ich habe mir jetzt nochmal den Eyeliner in schwarz gezogen. Ich finde, jetzt sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Ich bin ehrlich, ich glaube, als einzelne Palette, um wirklich bunte Looks zu machen, weiß ich nicht. Es macht Spaß, sie zu benutzen, aber man muss wirklich eine feuchte Base benutzen, sonst habt ihr damit echt Probleme. Vor allen Dingen bei den Farben, die ich jetzt benutzt habe. Ich swatch euch gerne nochmal ein paar Farben, die ich hier habe. Die Schimmertöne sind iconic und eigentlich lohnt sich die Palette schon. Ja, schaut mal hier. Diesen krassen, krassen blauen Ton. Das ist halt, wisst ihr, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Ich habe jetzt einen Look gemacht, der mir persönlich nicht gefällt. Aber es heißt ja nicht, dass die ganze Palette jetzt Quatsch ist, weil ihr seht, wie pigmentiert vor allen Dingen die Schimmertöne sind. Und wahrscheinlich, wenn ich diesen grünen Ton benutzt hätte und dann den Schimmer, diesen petrolblauen Schimmer benutzt hätte, hätte ich ganz, 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 ganz anders reagiert. Deswegen, wenn ihr eine Palette sucht, die wirklich bunte Farben hat, für verhältnismäßig wenig Geld, ist das eine Palette, kann man mal ausprobieren. Ansonsten, der Blushleiter gefällt mir gut. Das All About Matte Puder ist mir gut. Und ich glaube, hier geht es auch tatsächlich wirklich eher so ein bisschen um das Celebraten, das Feiern vom Geburtstag. Und da von mir natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Die Pinsel sind eine große Empfehlung, wenn ihr wirklich so kleine Detail Brushes braucht. Ich verlinke euch alle Produkte einmal unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall bei Asam vorbei. Denkt an euch, denkt an eure Mama, denkt an euren Papa zum Vatertag. 15% mit dem Code, der einmal hier unten steht. Ich empfehle euch den Blush und die Lippenmaske, wenn ihr wirklich spröde Lippen habt und einfach so ein bisschen Farbe haben wollt, ohne euch so extrem geschminkt vorzukommen. Alle Infos unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.